Wir haben ein Team mit uns. Naja, die sind auch schon wieder vor uns. Aber die fliegen nicht so weit, oder? Nee. Immer vor uns. Einer ich viel weit? Links. Wieso seid ihr so viel weiter als ich? Bin ich unkollegial. Ich versuche mal weiter nach. Ein Stück zu weit geflogen. Ja, flieg mal möglichst weit südlich. Mach ich. Die anderen kommen hier direkt bei mir. Also, Leo ist tot. So wie du das sagst, klingt das immer unanständig. Und das sind, glaube ich, mehr. Boah, geil, ich lande direkt vor dem Eingang. Daniel, das ist mein Haus. Nee, gut, ich nehme das links daneben, du durfst es behalten. Hä? Ich slide. Ich slide mit meinem Fallschirm. Leo ist tot. Gelandet. Gib mir eine Waffe. Und einen Rucksack. Hat jemand gesehen, wo die runtergegangen sind? Ja, da wo wir sonst landen, blau markiert. Das ist aber nur ein Team. Wohlgemerkt. Da ist noch ein zweites Team bei der Kirche runtergegangen. Ich hab schon Zweifachsucher. Keine Waffe, aber. Immerhin. Ja, das sind die sich gerade bekriegen. Ja gut, die können sich gerne fertig machen, da habe ich kein Problem. Ja, bloß nur der Sieger wird stärker herausgehen und dann gegen uns kämpfen müssen. Nein. Oder nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, die sind total geschwächt. Haben eh kein Heilkram. Genau. Ich gehe mal vom Schlimmsten aus. Hey, das ist meine Aufgabe. Nein, du streamst. Wieso sind die Toiletten hier immer so schmutzig? Ich glaube, weil hier schon lange keiner mehr geputzt hat. Das finde ich nicht gut. Aber die Menschen hätten ja, als sie ausgezogen sind, ein Bad sauber hinterlassen können. Klar, in Panik. Hier Panik. Ist eine Küche mit zwei Zweierhelmen. Ich glaube, von der Story her ist das ein Gebiet, was nach einer entweder atomaren Explosion oder Zombie-Invasion hinterlassen wurde. Ja, Zombie-Invasion klingt sehr nachvollziehbar. Hätten sie sich wenigstens an etwas Realität halten können? So ein bisschen? Scheinbar nicht. Nein. Wird da gerade auf einen von euch geschossen? Nee. Also, ich hab eine Stadt. Aber es ist ziemlich nah dran. Ja. Ich bin bloß. Ah, hier. Gut, ich hab das rausgefunden, von dem Leo gesprochen hat. Das Zweierhelmhaus? Ja. Bei Gott, so Zweierhelm. So, ich hab ne Scar mit wahnsinnigen 30 Schuss. Ich hab ne Pistole, hör auf zu jammern. Josi, nimmst du das erste aus? Ich bewege mich schon mal weiter. Also, ich nehme gerade dieses kleine, aber ja, das andere würde ich auch nehmen. Oh yeah! Da bin ich gerade rein. Dudes, ich will nichts sagen, aber das ist hier irgendwo im Westen. Ich hab die K gefunden. Ich hab ne SKS und 4. Oh, nice. Da ist jemand richtig gut ausgestattet. Ich hab ne UMP, ich bin schon völlig beglückt. Ich will nichts sagen, aber. Ich hab einen Zweifachsucher abzugeben. Dann sag nichts. Emik. Du nicht, alle außer Marius. Dann würde ich es nehmen mit der K. Ja, stimmt, da macht sogar noch mehr Sinn. Die SKS kann ich so schießen. Hast du schon für deine. Ein Engelt, Marius? Nee, die SKS? Gar nicht. Okay, dann. Ich hab Leo, stopp, ich geb dir das Dings. Okay, cool. Ja, ich lasse dir hier mal ein Extended Mac. Achso, hast du schon einen Griff für deine UMP? Ja, hast du. Hier ist ein Extended Quick Draw für deine UMP. Ich hab keinen Griff für die UMP. Aber du greifst mal wie so vorne. Dann nee, hab ich hier noch einen Griff gelassen. Ich hab ja eine AK liegen. Und UMP. Eine AK. Okay, so. Und noch eine AK. Ja, dann schauen wir mal weiter. Auf jeden Fall danke fürs Zweifach. Ich markiere euch mal das Haus mit den zwei AKs drin. Wo bin ich? Gelb. Was hier alles drin liegt. Mach mal eine UMP. Das ist eine Route. Werden jetzt von euch alles noch eine SMG? Ich hab keine außer mehr. Yuzi. Keine mehr?
Wie gesagt, bei mir im Haus zwei AKs mit Munition. Da hinten kommt der Loot runter. Ich hab ein Vierfach gefunden. Okay, nice. Das heißt, du, Kid, du knockst die Leute aus, ich töte sie. Ja. Okay. Mensch, ja, ich bin mit drei Helmen rum, ey. Ja, aber eins der Beste, das ist super. Warum geht denn hier aus der Stadt raus? Ja, weil. Es geht. Ja. Ich hab auch eine Weste. Das ist ziemlich ruhig geworden, ne? Ja, weil die sich gegenseitig über den Haufen geschossen haben. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass sie sich komplett gewiped haben. Unwahrscheinlich. Ja, da ist auch Bombenzone. Ich hab ja noch einen Zweierhelm. Ich lauf mal hier ein bisschen weiter raus zu den Häusern. Lass euch mal in Ruhe weiter looten. Ist das mit der Bombenzone eigentlich schon von den Entwicklern bestätigt? Was denn? Dass die kommt, wo viele auf einer Stelle hocken. Also es ist halt, gefühlt ist es auch tatsächlich so, aber es ist halt noch nicht bestätigt. Wenn einfach so random an einem Häuschen der Tactical... Seh ein! Nordwesten, 100 Meter weg, das große graue Doppelhaus auf der Ecke. Versuch's mal zu markieren. Boah. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, gerade was man... Ich weiß nicht, ob der ins Haus gelaufen ist. Der ist vom Balkon gesprungen auf jeden Fall. Oh Wahnsinn, aus Hilfekoffer, ich werd verrückt. Dieses Haus ist so leer, leer, leer. Und einsam. Nochmal Bombenzone. Zone? Zone. Bombenzone. Ich höre ihn erst bei mir im Haus irgendwo. Bin ganz bin in der Nähe von dir, Daniel, aber noch. Seh ein, bei Nordosten, läuft hinterm Haus lang, direkt bei dir, Daniel. Nordosten. Das Spiel ist so lächerlich. Hab ich ihn ausgenommen? Jo, ich. Ja. Er hat aber schon. Ja. Wäre trotzdem eine Info, oder? Ja. Killen! Er hat den Streamer getötet. Ihr Schweine! Da gibt's Leute, die denken, Daniel wäre gut in dem Spiel. Echt? Ja. So ein Gerücht, was sich einfach hält. Ist es gerade wieder ein Fight mit dir oder? Nee, oder? Stand hier in der Garage ein Auto oder so? Bei mir hier? Nö. Okay, schade. Boah, Mann, ey, ich brauch unbedingt noch ein Red Dot oder sowas. Ich guck gleich mal, ob ich noch was über habe. Naja, brauchst du ja selbst. So. Nee, ich hab alles soweit ausgestattet, deswegen. Ah, okay, ich hab ein Vierfach. Hat sich erledigt. Was aber ist denn eine Mini 14? Ein Scharfschützengewehr. Ziemlich gut sogar. Okay. Ich nehm's einfach mal mit. Dann habe ich jetzt hier zufällig eine UMP über. So. Okay, Maurus, komm zu dir. Nicht schießen. Außer das ist Gegner. Also Leon Rotpunkt, wie sehr hätte ich über für dich? Die sind von dir aus gesehen im Osten. Oh was, ich hab keine Munition dafür. Ja. Ich hab keine Munition dafür, was will denn das haben? Die Mini 14 will 5,56er. Scheiße. Kann ich die rauslegen, Jose? Das wäre super, davon hab ich nämlich gemischt. Bei mir ist auch noch ganz viel 5,56er. Aber nicht in mir, sondern bei den Leichen unter mich. Nur kurz lokalisieren, wo Leo ist. Ja, ich stehe neben dir. Also ich komme jetzt zu dir rein. Achso. Ich komme okay. Jetzt rein. Hier, ich leg dir mal 40 Schuss raus. Das müssen zwei Magazine sein für die Mini 14. Sehr gut. Könnt ihr langsam mal zu mir kommen, bitte? Stopp, du bist schon weg. Willst du das Rotpunkt hier?
Ich hab einen Zweier jetzt drauf erstmal, okay. Aber ich wollte mich direkt zu Maus bewegen. Na gut. Okay, Maus, ich bin in dem Haus jetzt bei dir. Die Leichen hier könnt ihr theoretisch noch ein bisschen looten, da habe ich noch nicht alle draus geholt. Aber weißt du, wo der Gegner ist? Von mir aus genau Südosten in den Gebäuden. Bist du das? Nein. Weil die Welt sind nur noch so ganz krass rein. Oh, das klingt so, als wär's bei mir. Was? Ja, ich hab grad geschossen. Ja, hinter dem Wasser. Der ist jetzt nochmal da nach hinten gelaufen. Einer ist direkt bei dir. Ich bin erstmal ins Haus wegen dem. Einer ist bei dir reingelaufen. Nee. Fuck, hat er mich schnell ausgenockt. Tot. Seid jetzt alle tot? Nee, Leo lebt noch. Sind die? Hinter dem Gebäude, wo meine Leiche liegt. Genau da, wo die Granate hingeflogen ist, nur rechts um die Ecke. Okay. Ich muss mich mal kurz hochheilen. Oh, ich kotze mal ab, dass ich die nie sehe. Weil noch ein Haus zwischen uns, zwischen denen ist, Josi. Ja. Muss noch deutlich weiter nach Südosten. Hinter der Mauer, in dem Gebäude ist. Das ging an mich. Oh, ich hasse diese Bombenzone, ne? Guck mal aus dem rechten Fenster, bitte. Welches rechte? Hinter dir. Da, von den, das, nebenbei das rechte, bitte. Da, von da hat er auf dich geschossen. Okay. Den aber nicht. Naja, du musst immer ein bisschen beobachten, halt. Den auch nicht, aber von da war er halt. Oh, ich hab ihn. Er mich auch. Erster Stock. Boah, Junge, beruhig dich. Reden. Ach Josi, du bist bei mir hier drin. Oh Gott. Ja. Wir sind im selben Haus? Ja. Achso, das sah so ungewöhnlich aus. Hinter der Treppe, oben hinter der Treppe aus dem rechten Fenster, diagonal. Oh. Ich bin hier rein. Ihr seid scheinbar doch nicht ich im selben Haus. Ich hab doch. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin davon ausgegangen, dass das Leo ist. Jetzt sind zwei bei mir drin. Nein! Schade. Der dritte war draußen. Volk, okay. Da war noch ein dritter gewesen. Hast recht. Das sehen schon aus wie Häuser. Dann nehme ich das in der Mitte. Ich nehme die beiden vorderen hier. Hier ist gar keiner, Leute. Na, die sind alle weit dahinter abgesprungen. Nimm einfach zwei. Nimm alles zurück, die Häuser sehen doch nie aus. Bin ich geil gelandet. Der Hammer. Na, hängst du noch? Horny as fuck. So, liebes Haus, bitte. Nee, nee. Ein Haus bist du. Mann, ey. Nimm doch einfach mal einen. Ich keine super Waffen gefunden, Daniel. Ja, Daniel, von dir höre ich immer nur Mie, Mie, Mie. Nee, er hat einfach das scheiß Magazin wieder nicht aufgehoben, also die Munition. Okay, der hat ein bisschen Sand unten reinbekommen, dann kannst du nicht. Wenn er einen Kill gemacht hat, dann ist mein Akku leer. Hat das Handy jetzt eigentlich genau so lange gebimmelt, bis es leer war? Nee. Die man verliert, wenn man so ein Kabel anstecken. In der Zwischenzeit wurde man schon gerusht. Ja. So, hätten wir vielleicht ganz gut. Frag mich, wo ich eigentlich noch Granaten aufnehme. Ich werfe ja doch nur welche.
Ganz, ganz nah bei mir Schüsse. Nicht auf mich, aber. Muss. Steinwurf entfernt. Hier nächsten. Ungefähr. Die, ja, nee, daneben. Auf der anderen Straßenseite. Bin ich sicher. Müsste im nächsten Puzzlehaus sein. Dann kommen sie ja danach zu mir. Prepare yourself. Ich hab noch einen Vierer übrig. Ich nehm's. Hab zwar erst eine M416, aber. M16 meine ich, aber die harmoniert ja damit. Das heißt, wir müssen jetzt wieder alle Manu retten und Manu kommt dann davon. Wow. As usual. Wow, wie gemein du bist. Waren die Schlüssel im Puzzlehaus genau neben dir? Nee, eins weiter noch. Ich war gerade in dem. Also da, wo Marius jetzt quasi hinrennt. Hinguckt. Ja, genau, da waren sie. Ich hätte so gerne eine Waffe für Erwachsene. Dass sie pink sein und sich bewegen? Nein. Du noch mit pink hast. Dann habe ich. Hast du schon mal mehr als ein Mädchen getroffen, das nicht die Wendigen hat? Nein. Hast du überhaupt schon mal ein Mädchen getroffen, Manu? Nein. Könnt ihr denen eine Shotgun geben? Aber ich glaube, das meinst du nicht. Ich sehe ein letztes Puzzlehaus von uns aus gesehen. Auf dem Dach oben ist er gerade gewesen. Nee, er hat es gerade irgendwie magischerweise weggeduckt. Keine Ahnung, wohin. Jetzt sehe ich ihn. Ach, dann lass es lieber. Jetzt kommen wir ja nicht ran. Ja, er bewegt sich halt. Wo ist denn die Kiste runtergegangen? Hat das jemand gesehen? Mhm. Jetzt ist er runtergesprungen. Technisch ein bisschen angeschissen jetzt. Ich hab ihn einmal getroffen, der ist auf jeden Fall verletzt, Alter. Der auf der anderen Straßenseite im Puzzlehaus oder wo? Ja, ganz hinten, der ist unten wieder reingelaufen, weil er Feuer von mir gekickt hat. Also B9K1, so. Ja. Nein, das letzte. Das. Boah, blau. Eine Waffe, ich flipp aus. Also K0 da, die Ecke. K0. B8K0. Ja, das zeigt er ja direkt an der Ecke dann an. Er crosst gerade die Straße. Ich hab das. Einer crosst gerade die Straße ein bisschen weiter weg. Ich hab blau markiert das Haus, wo er drin ist. Ja, da hat gerade einer die Straße gecrosst. Ja, dann gehört er dazu wahrscheinlich. Ich höre irgendwo einen Schalldämpfer hämmern. Ja, bist du es, Marius? Nee. Weil wenn ich auf dich rauf gucke, kommt es genau aus deiner Gegend. Dann ist ja, ich sehe ihn erst Nordwesten ungefähr. An dem kleinen Scheißhaus. Halt still. Hab ihn einmal gehittet. Sein Kollege rennt auch noch rum. Marius, der kommt auf die. Der Schalli ist hier. Der ist parallel zu dir auf der Straße, Marius. Der Kollege. Okay. An den hinteren Puzzlehäusern da bei dir. Jetzt sieht das magisch an. Nee, keinen, wo sind die? Weiß ich nicht, kann auch sein, dass die schon Richtung Küste gelaufen sind. Bei mir ist auch nichts los. Wir sind in einer Zone, wir können so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Ich bin zu scheiße zum Springen. Hat Marius den Duckjump nicht gebunden? Nicht bei ihrer Maus nicht. So, jetzt sind sie bei Marius wahrscheinlich irgendwo da. Stimmt, diese rosa Laptop-Maus. Marius, die sind irgendwo bei dir da. Ja, aber ich sehe immer keinen. Ich komme mal zu dir, Marius. Ich habe noch keine Visiere, das ist. Ich kann dir einen Red Dot geben. Das fand ich gut, aber besser als nichts. Das ist schon mal irgendwas. Ich sehe ihn. Linkes Puzzlehaus von dir aus gesehen, Marius, Richtung Nordwesten. Ist er, glaube ich, gerade reingelaufen.
Hast du mich gesehen? Nee, da ist er. Ich kann ein Holo abgeben. Hab einen ausgenockt. Hab ihn getötet. Ich hab einen getötet. Noch auch einer. Hab auch einen getötet. Ja, oben rechts auf dem Haus ist noch der andere. Daniel, wenn du jetzt hier in die freie Bahn gehst, hinten ist ein Haus ganz am rechten Ende und da ist er oben rechts drauf. Oh oh. Ich sehe nicht. Bin ein Haus runtergefallen. Auch das haben wir gesehen. Guck du mal da weiter, Manu, ich guck von links. Nein. Ich muss mich erstmal hochhalten. Ich hab versucht oben rüber zu springen. Oh, der hat mir direkt den Helm weggeschossen. Ich versuche mal ein bisschen höher zu kommen an dem Haus hier hinten. Hinter deinem Haus, Marius, der müsste jetzt direkt vor dir sein. Direkt vor dir müsste er sein. Achso, der kriecht jetzt um die Ecke erst dann. Nicht schießen, ich bin's. Ich bin es nur. Haben wir jetzt das ganze Team? Nein. Einer ist auf jeden Fall noch da, ganz hinten am Haus, oben drauf. Das Haus hinten in der Mitte. Kannst du die looten nachholen? Über die Straße rüber? Nee. Hinten in der Mitte, ich kann damit gerade auch nicht anfangen. Aua. Das ist auf jeden Fall eine Wurfreichweite. Aber ich sehe nichts. Mich fast getötet, die Granate. Ich muss mal gucken, ob ich schnell noch Munition finde. Ich habe nämlich fast nichts mehr. Im Haus, in dem ich bin, ist einer. Kam eine Granate raus. Okay. Bist du sicher, dass es in dem Haus war? Da komme ich mit rein, wenn ich mich hochgeheilt habe. Ja, ziemlich sicher. Ich höre einen Schalldämpfer. Keine Handgranaten. In dem Haus, wo ich gerade bin, war noch keiner. Komm gerade rein in dein Haus, Marius. Hast du die Türen wieder zu? Wenn sie an alle zu waren. Hab einen, das war der letzte aus dem Team. Aber keine Ahnung, wer das war. Boah, hey. Hier. Den habt ihr noch nicht gelootet, glaube ich. Nee, ich bin nicht zum Looten gekommen. Ja. Ihr habt gehört, dass ich gerade einen erschossen habe, ja. Wer hat Loot du gesagt? Bist der Geilste, Daniel. Ich wollte es nur sagen. Der Geilste. Hat jemand noch mehr als ein Zweifach? Nee. War das der bei euch aus dem Haus, oder was? Ich habe jetzt zwei Vierfachvisiere. Mimik. Bring euch den Scheiß mal mit hier. Oh, du will. Oh. Hi. Immer noch in der Zone, wie es scheint. Oh Gott, mein Herz. Daniel, ich komme zu dir, ja. Hier liegt noch eine Scar. Hey, Jung, Jo, sieht das Hey, Jung. Kannst du mir die Vierer legen? Die Vierer? Oder das Vierer? Also gieriger. Ich pack dir mal alles raus, was ich nicht brauche. Hab dich mal nicht so, Daniel, gib einfach alles. Na, ist ja quasi alles. Und jemand für die SA noch ein erweitertes Magazin, ne? Nö. Mal gucken, ich nehme noch die Scar mit hier. Ich hab einen Haufen Schnullibulli, den ich rausschmeißen würde. Ja, ich muss einfach hin hier. Da muss ich erstmal zurückkommen. Achso, ich dachte, du bist in die. Manu, Lootbox? Ich weiß sowieso, weil ich bin nicht in der Zone. Norden, 300 Meter.
weißt du? Hier, pass auf, ich schmeiß jetzt hier auch lustige Sachen raus. Jo, wir rennen doch gerade nach dem Drop, macht's doch später. Okay, ne, Marius rennt nie. Marius, renn doch nach dem Drop, wir brauchen dich. Ja, doch, ich muss auch irgendwann mal hier bei mir was reinpacken, es ist... Renne! Ich hab gar keinen Heal übrigens mehr, weil ich gerade so hintrand angeschossen wurde. Ich kann dir einen Koffer geben. Hm. Hast du was zu smoken? Nee, oder? Nee. Gut. Aber ich habe eine M14 mit einem 4er Visier drauf. Na, ja, M249. Das ist das MG, ne? Nee. Jo. Ja. Ja, nimm mit. Dann nehme ich doch statt die Uzi. Ich bin da dabei. ich habe eine M16 reingelegt. Eine M16. Und ein bisschen Stuff, was ich jetzt nicht mehr tragen kann. Und willst du hier ein bisschen Krams noch mitnehmen? Ich komm mal gucken. Also ich habe noch ein Vierfach, einen Kompensator für dieses SR. Und das war's. Und ja, 7,62 mm. Kompensator würde ich nehmen, wenn du den nicht brauchst. Legen wir jetzt alle unseren Stuff in die Kiste? Nee, warte mal. Wobei, warte mal, ich nehme mal die M16 wegen Entfernung und so und schmeiß die Sky rein. Das wäre vielleicht schlauer. War nicht absichtlich, dass ich was reingelegt habe, ich war nur voll. Ich habe auch ein paar Sachen, aber da können wir vielleicht mal von der Kiste weggehen. Ja, ich würde dann den Kompensator für die LSR nehmen, weil dann ist die Mini vielleicht mega genau. Kompensator habe ich reingepackt in die Kiste. Für die SR? Oh, ich bin gerade weggelaufen. Echt jetzt? Oh, jetzt. Oh. Hin zurück. Ja, oh, Leo ist wieder da. Willst du gehen? Ui, Schüsse. Aus Süden. Na, kommt mal, wir kuscheln uns mal hier zusammen. Ich leg mal noch ein paar schöne Sachen hier hin. Dann freuen wir uns alle drüber. Leo macht in der Bar wirklich das Handy an und streamt. Schöne Grüße. Von Leo. Ja. Leo, super. Also ich schmeiß jetzt hier auch meinen Stuff hin. Ohne zwei Weste. Bräuchte definitiv noch irgendwas zu heilen. Ich habe eine ganze Bandage. Das ist alles. Wie kann ich denn das halbieren, was ich habe? Steuerung und beim Loslassen gedrückt halten. Ich lege noch einen Suppressor SR rein. Wenn jemand noch einen Schalldämpfer hat. Vierfach würde ich nehmen, wenn es kein anderer braucht. Da war er weg, oder? Nee. Kannst du haben. Wer jetzt? Boah, hier liegen ja so viele geile Sachen. Das ist alles mein Stuff. Hat jemand von uns noch einen Sniper? Nee. Nee, leider nicht. Leider nicht. Wir haben die perfekte Ausrüstung für einen Sniper, aber... Ja, deswegen frage ich nämlich. Sniper. Hier ist auch noch ein Extended-Effektor und ein Kompensator. Er kommt ja doch für eine AR. Hatte ich hier vorhin schon hingelegt. Extended-Effektor und Kompensator. Hat noch jemand für die Uzi so einen Schultergriff gesehen? Ne, Schulterstützer? Mhm. Wieso spielst du denn jetzt noch eine Uzi? Mit den Attachments ist doch jede Waffe. Ich hatte auch eine SKL gerade reingelegt. Ja, ist ja egal. Die Uzi hat kaum... Rückstoß. Wäre er auch nicht ausgerüstet. Und eine schnellere Feuerrate. Folge ich jetzt Daniel und laufe in meinen eigenen Tod? Ihr lauft aus der Zone raus, ne? Nur so. Ja, ich muss noch ein bisschen looten. Ja. Ich habe null Energies und den einen Koffer, den ich gerade gekriegt habe. Das wird für den Fight nicht reichen. Hey, ich habe deswegen... gerade Bandagen hingelegt. Ja, die habe ich auch genommen, die Bandage. Ach, Bandagen zähle ich nicht als Ziel rein. Ach so. Mhm. Gelten die Schüsse für uns? Weiß ich nicht, aber wir müssen auf jeden Fall wieder ins Weiße zurück. Toll, hier liegt noch eine SKS. Jetzt wird's interessant. Naja, geht. Ziemlich mittig. Gucken wir mal kurz über den Berg drüber. Also ich habe jetzt M4 und UMP. Hat noch jemand 556er?
Ja, ein paar Schuss kann ich dir abgeben. Brauche ich selber. Wie viel brauchst du denn? Also ich habe aktuell 47. Mit oder ohne Nachladen? Das ist meine Nachlademunition. Ich habe 49. Gebe ich dir mal 60 an. Nimmst du her? Ich glaube, hier stehe ich gerade sicher. Ja. Vor uns ist eine rote Zone, das heißt, da werden irgendwelche Spieler rumturnen. Warte, scheiß drauf. Ne, hier, nimm den Stack. Dann ist gut. Danke. Weil bis ich die M249 nachgeladen habe, bin ich eh tot. Ich hab noch 7,62, aber unter niemand von euch. Nee. Ich nicht. Mich macht das eher noch kirre, dass da aus George Pool irgendwelche Schüsse kommen. Da ist eine Uff hier runter, bei den Containern. Ich sehe einen. Ich sehe auch einen, ne? Wo denn? Nordwesten, 330. Ich hab erst gedacht, hä, wieso steht der da so ruhig rum? Ist der tot oder was ist jetzt? Ja. War AFK, ja. Denke ich. Oder hat gerade im Inventar irgendwas rumgestellt. Ja. Bin ich schleu. Naja, so, hey, mein Team ist tot, ich disconnecte einfach. Ich fühle mich schon ein bisschen unsicher, wenn wir von rechts nach Feuer kriegen könnten. Könnten wir. Hier ist auch links ein Haus noch. Könnten wir auch Feuer kriegen. Auch schlecht. Vor uns irgendwo. Oh, er läuft schon wieder. Hinter der Hügelkuppe. Oh, ich sehe ihn. Entfernung. Ich hab Kuppe gesaugt. 120 Grad, 100 Meter. Hinter dem Stein, also hinter dem Baum gleich da. Er schießt auf mich natürlich. Du Hässler. Na. Oh, Zweierteam, auf jeden Fall. Grünlich werden. Ach, Daniel. Was denn? War ohne Deckung. Jetzt haben sie auf mich angefangen zu schießen. Entschuldigung, dass ich in Deckung gerannt bin. Ich hätte mich einfach auffahren sollen. Nein, weil er geschossen hat, dass vor allem in Deckung waren. Ja, weil er auf mich geschossen. Also, er hat auf euch geschossen, er hat ja schon angelegt gehabt. Ich bin tot. Wie nah ist der denn? Der ist ganz nah, hat einen Suppressor. Echt krass getroffen, ey. Ich würde aber sagen, so den Hang runter in meine Richtung. Oh, da ist er. Oh, wie sag ich das jetzt an? Ja, da ungefähr, Manu, links von dir. Hab ihn gesehen. Da ist er. Oh, hinter dir auch noch einer. Haben dich in die Zange genommen. Da! Ja, schade. Hä, Ach, mein Gott. Die stehen schon auf dem Hügel?